Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir und für ein erfolgreiches Leben. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihr Potenzial zu bringen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden und endlich Selbstzweifel, Ängste und das Gefühl von nicht genug zu sein, nicht zu reichen, abzulegen und dein Leben zu kreieren, was du gerne für dich leben möchtest. Und du kannst dir vorstellen, das alles beginnt man natürlich, weil man irgendwann bei sich selber anfängt. Auch ich bin diesen Weg gegangen und gehe diesen Weg auch immer noch. Und möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal Danke sagen dafür, dass du diesen Podcast hörst, dafür, dass du mir vielleicht auch auf Instagram folgst. Vielleicht kennen wir uns auch schon aus irgendeinem Kurs, also an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß von mir an dich hier. Schreib mir gerne, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder wenn du bestimmte Wünsche hast, was du gerne mal wissen möchtest hier im Podcast, was dich interessiert, was dein Herz bewegt, wo du nicht weiterkommst. Schreib mir gerne, ich behandle alle Anfragen anonym, also ich teile nie, von wem das ist, sondern versuche einfach nur, dich mit teilhaben zu lassen an der Entstehung dieses Podcasts. Und genau das ist auch diese Woche Thema, nämlich das Thema Q&A, also eure Fragen, die eingegangen sind, die euch beschäftigt haben, rund um das Thema Selbstständigkeit, berufliche Veränderungen, die eigenen Ängste davor, wie man damit umgeht und wie du für dich die ersten Meilensteine setzen kannst oder vielleicht sogar aus einem Tief wieder rauskommst, wenn du vielleicht schon die ersten Schritte gegangen bist und festgestellt hast, irgendwie es gab einen Rückschlag und es lief nicht so, wie du dachtest. Denn das ist auch nochmal immer entscheidend, letztlich, ob man dann halt weitergeht oder ob man das Ganze für gescheitert ansieht und da bleibt, wo man schon war und alles kennt. Und damit halten wir uns dann halt selber von der eigenen Weiterentwicklung ab und dafür ist der Podcast, um dir Mut zu machen, um dich zu unterstützen, weiter voranzugehen und freu dich einfach mit jedem Schritt, den du für dich tust, auch wenn es mal ein Schritt zurück ist, denn ich glaube, manchmal ist es auch so, dass wir im Leben Anlauf nehmen müssen, um einen größeren Sprung zu schaffen. Und dann ist es auch, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ganz gewöhnlich, dass man mal das Gefühl hat, man geht so ein paar Schritte zurück und sammelt sich nochmal, tankt Energie, um dann voller Kraft in das nächste Projekt oder in die nächste Idee zu starten. Und das ist auch völlig okay. Ich wünsche dir heute bei den Fragen ganz, ganz viel Spaß. Vielleicht ist ja auch deine Frage dabei. Ich würde mich für dich freuen. Die erste Frage, die ich rausgesucht habe, ist von einer Hörerin und sie schreibt: Liebe Simone, mittlerweile bin ich schon so weit, mir einzugestehen, dass der Job, den ich zurzeit mache, nicht der richtige für mich ist. Seitdem ich mir diesen Gedanken eingestanden habe und auch erlaube, ist schon sehr viel Druck von mir abgefallen. Was mich nun aber stresst, ist, dass ich keine Idee habe, was ich machen soll. Und wenn ich Meditationen mache, wo ich mir meine Zukunft in 3 oder 5 Jahren vorstellen soll, dann sehe ich einfach nur ein weißes Papier. Das macht mir zugegebenermaßen etwas Angst. Hast du einen Tipp für mich? Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du dir erlaubt hast zu denken außerhalb aus deiner Box, out of your box, außerhalb deiner Grenzen. Ganz oft ist es so, wir gehen in einen Beruf rein, haben dafür eine Ausbildung gemacht oder studiert sogar. Und dann merken wir, oh Gott, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Das habe ich mir anders vorgestellt oder ich habe das gemacht für meine Eltern. Also das ist nicht selten, dass mir das begegnet. Und der erste Schritt ist, sich einzugestehen, dass man das nicht weitermachen muss, wenn man nicht möchte. Dass es Wege gibt, ja, den eigenen Pfad nochmal zu verändern, den Weg auch nochmal zu verlassen. Das ist nicht mehr wie vor 40, 50 Jahren, wo man sagt, okay, du lernst jetzt das und da bleibst du, sondern heutzutage haben wir einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Und du hast ja auch gespürt, dadurch, dass dieser Druck von dir abgefallen ist, diese Last von dir abgefallen ist, dass es erstmal die richtige Richtung ist, in die du blickst. Ja, also sich das zu erlauben, dass es da noch mehr gibt, den Blick schwenken zu lassen, ist erstmal nach deinem inneren Gefühl das Richtige.
Das bedeutet noch nicht, dass du jetzt morgen alles hinschmeißen musst und losgehen musst und wissen musst, was ist das Nächste, was du tust. Damit sind wir, glaube ich, alle ein bisschen überfordert, wenn wir das noch nicht so auf dem Schirm haben, weil so wie sich das anhört, hast du ja erst vor kurzem entdeckt, wow, es gibt da noch mehr Möglichkeiten für mich. Das darf jetzt einmal ankommen. Und jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Erste, was du dir bewusst machen darfst, ist, du musst jetzt nicht sofort das finden, was deine Leidenschaft ist, was dich total begeistert, wo du weißt, das ist hundertprozentig jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Sondern der nächste Schritt ist erstmal, sich wieder zu erlauben, die Scheuklappen abzulegen, den Blick schweifen zu lassen, mal ein wenig, ein paar Umwege fahren, sich ein paar Sachen anzugucken, erstmal wieder offen zu werden für die Dinge, die einen interessieren, die einen neugierig machen, die einen begeistern, die einen in die eigene Kraft bringen. Und oft ist es so, wenn ich Menschen coache, dass sie dann sagen, ich muss jetzt das Richtige finden und wenn ich nicht das Richtige finde, dann. Damit steigt ja der Druck, ja. Und wenn der Druck hoch ist, ist dein kreatives Potenzial niedrig. Das kannst du dir einfach mal so merken. Je höher der Druck, desto geringer deine Kreativität, ja, und deine Energie letztlich auch. Von daher, damit würde ich mich jetzt nicht stressen. Und was zu den Meditationen, du gesagt hast, mit dieser Leere, mit diesem weißen Blatt, mach dir bewusst, du siehst dich auch nicht in 3 Jahren in dem Job, in dem du gerade bist. Denn es kam ein weißes Blatt. Es kam nicht das, was jetzt deine Realität ist. Und das ist erstmal extrem positiv. Da ist schon eine Veränderung in deinem Gehirn im Gange. Dein Gehirn hat schon innerlich angefangen, wahrzunehmen, okay, das, was wir jetzt machen, das wird es in 3 Jahren wahrscheinlich nicht mehr sein. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo geht es jetzt hin. Denn ein weißes Blatt Papier, da sind jetzt alle Möglichkeiten erstmal offen. Und jetzt zu meinem Tipp. Wenn du das nächste Mal für dich eine Meditation oder eine Selbsthypnose machst, also du dich hinsetzt und dich nochmal auf dieses weiße Blatt konzentrierst, dann versuch nicht dort einen Job auszumalen, die nächste Richtung auszumalen, sondern erstmal geht es ja um ein Gefühl, was du verändern möchtest. Du hast in deinem alten Job ein Gefühl, zum Beispiel Druck, Belastung, ich fühle mich nicht richtig, ich gehöre hier nicht hin, was auch immer, was du nicht mehr haben möchtest. Du möchtest hin zu etwas Neuem. Und um welches Gefühl geht es? Wie möchtest du dich in deinem Leben fühlen? Das ist der erste Schritt. Also setz dich hin, lenke deine Aufmerksamkeit nach innen, lass dieses weiße Blatt Papier erscheinen und nimm einfach mal wahr, wenn du sagst, okay, da soll etwas Neues entstehen mit einem neuen Gefühl. Was ist das Erste, was ich wahrnehme? Das Erste, was ich wahrnehme. Ist es ein Geruch? Ist es eine Farbe, die entsteht? Ist es ein Windhauch? Was auch immer. Was ist das Erste, was entsteht? Und dann lass das mal zu und nimm wahr, was verändert das an dem weißen Blatt Papier? Was entsteht daraus? Und dann gestalte dir erstmal dieses abstrakte Bild letztlich, wo es um die Emotion geht, die du haben möchtest in deinem Leben. Und dann tauche in dieses Bild ganz ein, dieses Gefühl ganz ein und erlaube dir dann mit diesem Gefühl in dein jetziges Leben zu gehen. Dein Job, den du jetzt gerade noch machst, den du nicht so magst, das ist ja die Möglichkeit, dich zu diesem neuen Ziel zu bringen. Das ist ja wie so eine Brücke zu deinem eigentlichen Ziel, zu diesem anderen Gefühl, weil es ermöglicht dir im Moment, das Geld zu verdienen, was du brauchst, um dich weiterzuentwickeln, um Sachen auszuprobieren und so weiter und so fort. Und wenn du mit diesem guten Gefühl, wo es nämlich hingeht, die Reise, das ist ja wie so ein Urlaubsgefühl, was du schon vorweg nimmst, in deinen jetzigen Alltag gehst, dann wirst du merken, dass sich der jetzige Alltag weniger belasten wird, dass sich das weniger stressen wird und du so mehr Kapazitäten hast, neugierig und offen zu sein für die Dinge, die dich ja begeistern, die dir Spaß machen und so dich wieder zu erinnern, was ist es eigentlich, was mich schon seitdem ich Kind bin oder Jugendalter bin interessiert? Worauf komme ich immer wieder zurück?
Oder was begeistert mich daran, was andere tun, wo ich denken würde, boah, das würde ich auch gerne können, das würde ich auch gerne mehr machen. Und dann google im Internet, recherchiere, wenn du Leute selber kennst, sprech sie an, ob sie dir davon erzählen können, ob du sogar mal ein Praktikum machen kannst oder mal einen Tag mitgehen kannst oder. Und dann kannst du dich auf den Weg machen, herauszufinden, ist es das Nächste, was mich zu diesem Gefühl bringt? Und da bin ich mir sicher, sobald du diese Scheuklappen wie jetzt auch abhast, wenn du mehr auf dieses Gefühl gehst, auf das ist wie so dein Kompass, wo es hingehen soll, dann wirst du da auch einen Schritt weiterkommen. Und wenn du dann nochmal, ich sag mal so in 2 Monaten, 3 Monaten diese Meditation machst, wo sehe ich mich in ein paar Jahren, dann wird darauf auch was entstanden sein, da wird etwas wachsen. Und darauf vertrau einfach, dass das kommen wird und dass das ein Prozess ist. Denn mach dir bewusst, dieser Satz, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, das gilt auch für innere Prozesse, ja. Das Gras wächst, da kannst du jetzt deinen Kopf drauf legen und dich ausruhen und die Zeit genießen. Oder du kannst anfangen, daran rumzurupfen, ja, es wird dadurch nicht besser. Und auf dem anderen Weg bist du halt in deiner Kraft, du kannst die Zeit nutzen, um Energie zu tanken und die Dinge einzuleiten, Schritt für Schritt, die du brauchst, um mehr in diese Neugierde wiederzukommen, in deine Begeisterungsfähigkeit. Und erlaube dir wirklich, Sachen zu denken, wo du denkst, das ist total schräg, aber ich fände es total cool. Ja, auch so dieser Gedanke, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann gerne tun? Erlaub dir, diese Dinge zu denken, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn wir anfangen, uns also zu erlauben, größer zu denken, anders zu denken, weg von diesem, das muss immer real und realistisch sein, dass unser Gehirn anfängt, Lösungen zu finden, Lösungswege zu finden. Und dann kann es sein, dass du auf diesem Weg nochmal dein Ziel neu ausrichtest ein bisschen oder feinjustierst, aber du wirst vor allen Dingen anfangen, Möglichkeiten zu sehen, Türen zu sehen, die vorher vor dir verborgen waren. Wie so magische Türen, die auf einmal aufgehen, wo du verstehst, ach, hier sind ja Möglichkeiten, die mir vorher gar nicht klar waren. Also, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir mal, wie der Tipp dir geholfen hat und was draus entstanden ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Seit knapp einem Jahr arbeite ich sehr intensiv an mir und meinen Glaubenssätzen, auch mit Hypnose. Das hat mich zunächst auch echt weitergebracht. Ich bin Schritte gegangen und habe Entscheidungen getroffen, die ich zunächst selbst kaum glauben konnte. Irgendwann kippte das. Der anfängliche Schwung ist irgendwie verebbt. Die Anfragen gingen zurück. Und ich habe heute das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein Thema bearbeite, kommen 10 Themen nach. Ich bin ein bisschen verzweifelt und weiß gerade nicht weiter. Hast du einen Tipp? Hey, du Liebe, erstmal vielen, vielen Dank für deine Frage. Super, dass du dich meldest, denn ich glaube, das kennen auch echt viele, die sich mit innerer Arbeit beschäftigen. Und du kennst sicher den Satz, Energy flows where focus goes. Also dahin, wo wir die Aufmerksamkeit richten, darauf richten wir die Energie. Und manchmal passiert das, dass wir in einen Selbstoptimierungswahn verfallen. Und in dem Moment, wo du angefangen hast, mit dir zu arbeiten und die Fortschritte gemerkt hast, da bist du, glaube ich, so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, süchtig geworden danach. Zu sagen, wow, krass, ich muss alles optimieren. In mir liegt alles und wenn ich alles an mir perfektioniere, dann läuft mein Leben perfekt. Alles, was wir nur einseitig machen, bringt uns auf lange Sicht eine Schlagseite, ja? Alles, was wir wirklich nur sehr eindimensional bearbeiten, betrachten, angehen, kippt irgendwann, ja? Das ist ganz normal. Und das kannst du dir so vorstellen, in dem Moment, wo du jetzt den Fokus immer auf dich und deine Innenwelt richtest, und zwar auf das Problem. Ja, du richtest ja nicht auf deine Magics, auf deine Großartigkeit ständig den Fokus, sondern wo ist noch ein Problem? Wo habe ich noch ein Problem? Welches Problem muss ich jetzt noch in mir lösen? Welchen Glaubenssatz, welches Gefühl, welche Angst? Was muss ich in mir lösen? Und damit machst du auf der unbewussten Ebene dich zum Problem.
Und genau das hat dein Gehirn jetzt eigentlich gemacht. Es hat angefangen bei dir und dein Gehirn hat einfach nur das gemacht, was du von ihm erwartest. Nämlich, wo habe ich das nächste Problem? Und dein Gehirn sagt, okay, sie will Probleme, dann suchen wir mal Probleme. Und so sind halt aus einem Problem jetzt immer mehr geworden, ja, wo du sagst, oh Gott, eins fange ich an und 10 kommen nach, weil das Gehirn den Fokus da drauf hat und du als Problem in deiner Welt extrem dich groß gemacht hast. Also das Problem, dass du das Problem bist. Ich hoffe, das ist hier verständlich, was ich gerade sage. Das ist auch so, wenn man das Thema Essen hat, ja. Für Menschen, die ihr ganzes Leben lang schon irgendwie abnehmen wollen, Probleme haben mit ihrer Figur, da wird das Essen ein Riesenthema. Alles dreht sich ständig um Essen. Was man da nicht macht, ist abnehmen, ne? Und oder wieder schnell zunehmen. Ja, weil man so eine Kraftanstrengung hat. Und so, das kannst du dir so vorstellen, ist das auch bei dir. So, wenn zum Beispiel irgendwie der Schwung rausgeht, Anfragen nicht kommen, Leads zurückgehen oder irgendwas passiert, dann ist es gut, auf der einen Seite im Blick zu haben, ist was bei mir gerade, bei mir persönlich. Aber da bist du ja schon mega, also schaust ja schon mehr, als es dir gut tut. Aber was ist mit der Ausrichtung nach außen? Manchmal gibt es einfach nur im Außen Stellschrauben, die geprüft werden müssen. Wie ist dein Content? Ist der auf die Zielgruppe genau abgestimmt? Hast du überhaupt eine Zielgruppe? Sprichst du deine Zielgruppe an? Wenn du bei Instagram bist oder so, zum Beispiel Reels machst, ne, worauf gehst du? Gehst du auf Reichweite oder gehst du auf Mehrwert und Content? Auch das, also natürlich ist es super, auf beides zu gehen, aber letztlich ist ja, was soll am Ende wirklich von mir gezeigt werden? Welches Bild soll jemand von mir im Außen bekommen? Wie ist meine Homepage aufgebaut? Welche Bilder habe ich da? Was transportieren diese Bilder? Habe ich meine Homepage SEO optimiert? Auch das dauert eine ganze Weile, bis das anläuft. Ja, SEO braucht Zeit. Packe ich regelmäßig Content rein, damit ich gefunden werde? Was mache ich noch, damit Kunden auf mich aufmerksam werden? Also du merkst, es gibt im Außen mega viele Sachen, auf die man sich auch konzentrieren kann und die so wieder ein Gleichgewicht reinbringen in dieses Ungleichgewicht. Ich schaue immer bei mir, in mir muss das Problem sein. Also, wenn du meine Kundin wärst, dann würde ich dir jetzt sagen, du hast mindestens 2 Monate Coaching-Verbot und zwar zu deinen eigenen Themen. Ja, bei dir wird jetzt nicht mehr geguckt. Also die nächsten 2 Monate stellst du das Ich bin das Problem, ich habe ein Problem, bitte mal ein und schaust mal in den äußeren Stellschrauben, welche To-Dos gibt es da, wo kannst du da was optimieren, um dort mal wieder den Hebel umzudrehen. Manchmal geht es einfach nur darum, im Außen was zu verändern. Das sind auch Dinge, die ich merke, ne? Wenn ich zu viel zu tun habe, zu wenig Zeit habe, guten Content zu produzieren oder, dann schwankt das bei mir ja auch. Und was weiß ich, ob Hörerzahlen oder Klicks oder was auch immer, das schwankt. Und das sind auch manchmal einfach nur Werte, worauf du gucken kannst, ob du da noch mal was verbessern darfst. Und so ein Grundgeheimnis in der Selbstständigkeit ist, zweifel nicht an dir, wenn was schiefläuft und zweifel auch nicht an dem Ziel, sondern überprüfe für dich den Weg. Also zweifel nicht an dir und zweifel nicht an deinem Ziel. Überprüfe bitte den Weg. Vielleicht hast du dich verfahren. Vielleicht bist du gerade in der Sackgasse. Vielleicht bist du im Feldgraben festgefahren. Ja, vielleicht ist dein Auto sogar kaputt. Ja, also da kannst du gucken. Aber zweifle nicht an dir und zweifle nicht an das Ziel. Und das ist das Dilemma, was die meisten machen. Die geben sich selbst die Schuld, wie sie das als Kinder auch gelernt haben. Es muss ja an mir liegen. Es war ja klar, dass ich das nicht hinbekomme. Und kommen so dann wirklich nicht dahin, wo sie hinwollen, weil wir uns selber abhalten. Ja, du bist nicht das Problem. Man kann sich selbst schon optimieren. Man kann sagen, okay, wie ist meine Außendarstellung? Wie kleide ich mich? Wie ist mein Content? Wie sind meine Bilder im Netz? Das geht alles, ja? Aber das ist Kleinigkeiten, das kann jeder schaffen. Das ist nichts, was man nicht schaffen kann. Also zweifle nicht an dir, zweifle nicht an dem Ziel, was du hast. Vielleicht brauchst du ein bisschen länger, als du geplant hast. Das ist bei uns Standard, weil du gar nicht so hinterherkommst mit dem, was du alles tun könntest.
Trotzdem kommst du auf deiner Reise, auf diesem Weg immer weiter. Ja, du bleibst ja nicht stehen. Prüfe also, ob du gerade noch auf dem richtigen Weg bist. Und ich glaube, bei dir nur zu gucken, ist gerade nicht der richtige Weg. Da hast du dich ja in eine Sackgasse erstmal manövriert. Das ist bestimmt zwischendurch nochmal dran, ja? Aber vielleicht nicht jetzt. Was du brauchst, ist ins Tun kommen und neue Ergebnisse und Feedbacks im Außen. Das wird dir richtig gut tun. Und für alle, die da auch gerade auf diesem Weg sind und das kennen, also schau mal, ob das auch bei dir gerade passt, ob du da ein Thema größer machst, weil du ständig den Fokus darauf richtest und dich so davon abhältst, auch andere Wege zu sehen oder andere Schwerpunkte zu sehen, die dich vielleicht jetzt weiterbringen können, andere Blickwinkel, andere Perspektiven einzunehmen. Und prüf mal, ob da auch für dich noch was bei ist, wo du mehr Potenzial wieder in dir und für dich und deinen Weg erkennen und entdecken kannst. Und zu guter Letzt, denk immer daran, ja, wenn wir einen großen Sprung machen möchten, dann müssen wir ein wenig Anlauf nehmen. Und solche Phasen, wo es mal ruckelt, wo es mal nicht so weitergeht, wo wir das Gefühl haben, wir gehen eher zurück als vorwärts, wenn du das für dich nutzt, um Anlauf zu nehmen, dann hat sich dieses Rückwärtsgehen gelohnt. Das ist für was gut. Genauso, wenn du dich festgefahren hast in der Sackgasse, dann ist es auch erstmal richtig, ein Stück zurückzufahren und dann die neue Abbiegung zu nehmen. Also zweifel nicht dran, du bist richtig, wie du bist. Hiermit verordnet von mir persönlich, vom Coach, Coaching-Verbot an dir selbst, für dich selbst, zumindest was deine eigenen inneren Themen angeht und in die Umsetzung kommen, ins Tun kommen. So, ihr Lieben, krass, 22 Minuten schon um. Für heute eure Q&As. Bitte schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat. Ich freue mich mega über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify, über einen Austausch bei Instagram. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt, deine Simone.